Was geht, was geht, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Thema ist, wie man reagiert, wenn der eigene Chef einen wie ein Stück Scheiße behandelt. Bevor wir dazu kommen, ich sehe in letzter Zeit extrem viele Videos mit What is your football lookalike? Was ist denn dein Lookalike im Fußball? Meiner ist Braithwaite von Barcelona. Visca Barça, by the way. Ich mag auch Real mittlerweile, nicht falsch verstehen, aber Visca Barça. Braithwaite. Vielleicht finde ich ein Foto, kann ich es einfügen. Das ist mein Lookalike. So, zurück zum Thema. Wieso ich überhaupt dieses Thema jetzt anreiße, ist, ich gehe so spazieren, hier mein Einkaufszentrum, ne, ur viele Geschäfte, ur viele Mitarbeiter. Und ich bin ja aktuell in Krakau und ich muss echt zugeben, die Leute hier wirken viel höflicher und viel netter als in Wien. Ich meine, Wien hat ja nicht umsonst den Titel der unfreundlichsten Stadt der Welt. Ist nachvollziehbar, man spürt das. Also, die Leute hier sind viel, viel höflicher, viel netter, viel freundlicher. Ob das jetzt im Buchgeschäft ist, Buchgeschäft, im Buchgeschäft oder ob das im Restaurant ist oder ob man sich ein Eis holt, Kaffee holt, was auch immer. Die Leute sind höflicher, obwohl die hier viel weniger verdienen. Das ist echt faszinierend. Aber ja, ich sehe halt die ganzen Leute und das erinnert mich dann oft an so ein paar Arbeiten, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt nachgezählt, ich habe insgesamt acht Arbeitgeber gehabt in meinem Leben. Und das waren auch meistens acht verschiedene Jobs. Angefangen mit irgendwelchen Flyer verteilen, geringfügig noch neben der Schule, Samstagjob, Teilzeitjob, Vollzeitjob und so weiter. Und es ist zweimal passiert. Zwei bis zweieinhalb Mal. Einer war so 50-50. Aber zweimal ist es passiert, dass der Chef wirklich ein Wichser war ich. Ja, ich kann es nicht schöner beschreiben. Ja, natürlich, ich will jetzt niemanden schlecht reden und sowas. Man kann aus jeder Erfahrung lernen. Aber es waren wirklich keine angenehmen Chefs. Es waren keine Leute, mit denen man gerne gearbeitet hat. Und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, wieso ich dieses Video mache. Ich habe das zugelassen. Bei einem sogar wirklich ein Jahr lang. Ne? Ich habe wirklich bei einem Chef gearbeitet oder unter einem Chef gearbeitet, der mich nicht gut behandelt hat. Der mich vollkommen von oben herab behandelt hat, nicht auf Augenhöhe. Der wirklich auch in der Rhetorik, ne, einem ein sehr schlechtes Gefühl gegeben hat, als wäre man viel weniger wert oder als wäre man gar nichts wert. Und ich habe das mitgemacht. Und das ist immer ein Sinnbild davon, was man selber von sich hält. Weil jemand mit viel Selbstvertrauen, jemand, der wirklich seinen Wert kennt, der lässt sich so nicht behandeln. Aber das hat mich immer so ein bisschen an die ganzen Arbeiten erinnert, wo ich die Leute gesehen habe in der Arbeit. Und ja, es gab das. Einmal über eine längere Periode und beim zweiten Mal hat es dann nicht so lange gedauert, bis ich dann auch weg war von der Arbeit. Ich habe natürlich dann auch gelernt, habe mir auch gesagt, ich lasse mich nicht mehr so behandeln. Aber es gab eine Phase, wo ich wirklich vom Chef, und es war nicht nur, dass er mich so behandelt hat, das war generell einfach die Natur vom Job und so und die Leute, die sich dort beworben haben, die Leute, die dort gearbeitet haben. Man hat das gemerkt, das waren Leute, ne, nicht alle natürlich, ist auch wirklich nicht böse gemeint. Ich war selber zu diesem Zeitpunkt ja mehr oder weniger in diesem Mindset, die nicht viele Ambitionen hatten, die so irgendwie Geld gebraucht haben, aber sich auch nicht irgendwo wirklich auf eine gewisse Stelle einlassen wollten, nicht committen wollten, also nicht wirklich all in gehen wollten in irgendeinem anderen Bereich. So, wir haben ein bisschen Geld gebraucht und ja, das war halt so eine Art von Job. Und der Chef war wirklich von oben herab, ne? Ich bin dankbar, dass ich dort gearbeitet habe. Einerseits, auf der anderen Seite habe ich das viel zu lange gemacht und mich behandeln lassen wie ein Stück Scheiße. Also angefangen von irgendwelchen Kommentaren vor anderen Leuten, wo man sich wirklich scheiße gefühlt hat, wo man sich erniedrigt gefühlt hat, bis hin zu, ich will auch nicht zu viel ins Detail gehen, aber Situationen, wo man in der Firma war, gewisse Sachen abholen, nicht abholen, was dann von einem verlangt wurde, wie mit einem gesprochen wurde, extrem, extrem herablassend, erniedrigend. Und ich habe das damals auch schon gewusst, gespürt. Ne? Ich habe diesen Typen nicht gemocht. Also einen Chef, den habe ich nicht leiden können eigentlich. Aber, und da kommt eben dieser Punkt dazu, dass man innerlich dann schlicht und einfach nicht mehr von sich hält und nicht mehr von sich denkt. Das Selbstbild ist halt einfach viel, viel schlechter, als dass man in der Lage wäre, dann zu sagen, hey, so behandelst du mich nicht, ich suche mir einen anderen Job. Und deswegen habe ich das halt auch lange geduldet, so, weil ich einfach nicht für möglich gehalten habe, dass ich woanders einen besseren Job finde und hat sich dann auch irgendwo in diese Gemütlichkeit gewöhnt. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Zustand. Einerseits gemütlich, gleichzeitig mag man diesen Typen nicht und ja, aber es ist so gemütlich und ganz, ganz schwierig. Und ja, was macht man in so einer Situation? Was macht man in einer Situation, wenn ein Chef einen wie ein Stück Scheiße behandelt? Ein Tyrann ist, toxisch ist,
rhetorisch, vielleicht sogar darüber hinaus. Gibt es ja auch viele Geschichten. Ich habe auch einige Sachen erlebt, wo ich wirklich der Meinung bin, also ein Arbeitgeber, also nicht mehr ein Arbeitgeber, aber ein Filialleiter, mit dem ich zu tun hatte, eine Zeit lang, wo ich gearbeitet habe in einem Geschäft, der war ein Psycho. Der war wirklich ein Psycho. Und das Spannende ist, dass der Typ promoted wurde von einem Abteilungsleiter bis zu einem Filialleiter und in seiner Abteilung hat den jeder gehasst. Da hat man auch gemerkt, wie unfassbar schlecht Feedbackwege waren, dass der damalige Filialleiter, der ihn eben das dann quasi auch erhoben hat zum Filialleiter von der Abteilung, das gar nicht gewusst hat. Der dachte, das ist ein super Mitarbeiter, den mag jeder. Jeder hat den gehasst. 90% der Leute in der Filiale haben den gehasst und 100% der Leute, die mit dem etwas zu tun hatten, haben den gehasst. Und der wurde dann promoted. Und das war wirklich ein Psycho, das war wirklich ein Tyrann. Hat sich dann auch nicht lange gehalten. Also eine Inside-Story, der wurde dann auch relativ schnell gekündigt. Aber das war schon das zweite Mal quasi. Beim ersten Mal war irgendwann mal der Schlussstrich gezogen für mich. Und für mich war klar, ich gehe jetzt dorthin. Ne? Der Chef wird das und das und das und das wieder verlangen. Ich werde dem nicht nachgeben. So, für mich war entschieden, vorbei. Ich kann mich erinnern, ich habe sogar mit einem damaligen Freund geschrieben, geredet. Ich habe gesagt, hey, jetzt, wenn ich dorthin gehe, er wird mich kündigen. Er so, nein, nein, wieder nicht. Ich so, doch, er wird mich kündigen. Jetzt, wenn ich dorthin gehe, weil wir hatten schon Reibereien davor, er wird mich kündigen. Und ich wollte das ja auch. Ich wollte das provozieren. Das war das erste Mal, wo ich wirklich für mich eingestanden bin und mich einfach, halt einfach nicht behandeln habe lassen wie ein Stück Scheiße. Bin dorthin gegangen. Ja, ich kann jetzt nicht so viele Details erzählen. Ich weiß nur, dass vor mir, bevor ich dann wirklich in das Gespräch mit dem Chef gegangen bin, ein Typ zusammengeschissen wurde, weil er sich darüber beschwert hat, dass er für einen Job irgendwie weniger Geld bekommen hat als ein anderer Mitarbeiter. Und der Chef hat ihn dann von oben bis unten angeschrien, beleidigt, dass wie ihm das überhaupt einfällt, hat sich herausgestellt, dass der Mitarbeiter sich Geld ausgeborgt hat vom Chef. Und hat dem Chef dann gesagt, ja, du bezahlst mir zu wenig. Der ist ausgezuckt. Und hat ihn richtig fertig gemacht, bevor ich dann ins Gespräch gegangen bin. Ich wusste schon, passt. Ne, der ist schon gut drauf, ich bin gut drauf, das wird ein Knallergespräch. Aber ja, der hat sich Geld vom Chef ausgeborgt und der Chef hat ihn fertig gemacht. Der konnte nichts sagen, auch wenn er recht gehabt hätte. Er hat dem Boss Geld geschuldet. Der konnte Argumente bringen, was er will. Der Boss hat einfach gesagt, du schuldest mir Geld, Kollege. Du hältst jetzt die Pappen. Wie klein hat sich dieser Typ fühlen müssen? Und das ist auch das, was ich gemeint habe. Genau solche Leute haben dort auch gearbeitet. Also wirklich Leute, die so etwas mit sich haben machen lassen. Wer kommt denn auf die Idee, sich von seinem Chef, wissentlich noch dazu, was für eine Art von Chef das ist, Geld auszuborgen? Also Selbstschuld irgendwo, aber natürlich ja, beschreibt ein bisschen so die Leute, die dort gearbeitet haben. Ich war ja auch nicht viel anders. Ich hatte damals jetzt auch nicht so Unmengen Geld an der Seite und auch nicht wirklich Selbstwert. Oder ich wusste auch nicht, was mein Wert ist und ja, habe ich dementsprechend auch so behandeln lassen, bis zu diesem Tag. Dann bin ich hingegangen, der Typ war auf 180 und das Gespräch, ohne ins Detail zu gehen, war natürlich ein vollkommenes Konfrontationsgespräch. Er hat mir ein paar Sachen vorgeworfen, ich habe gesagt, nein, ist nicht so, nein, sehe ich komplett anders, nein, nein, nein. Ich habe einfach komplett blockiert, ne? Ich habe deutlich gemacht, das war's, so hier ist Stopp, so redest du nicht mehr mit mir, das wirst du von mir nicht verlangen, das wirst du von mir nicht verlangen. Und dann, das Lustige ist, er hat mir gesagt, ja, da und da und da machst du den Job. Also wirklich befehlerisch schon fast. Und ich habe ihm gesagt, nein, mache ich nicht. Was? Ich so, nein, mache ich nicht. Ich bin gar nicht im Land. Ich werde diesen Job nicht machen. Und das war dann für ihn der Moment, wo er gesagt hat, passt. So, wir beenden das. Man braucht sich von einem Chef nicht zum Handeln lassen. Wir leben aktuell, vielleicht war das auch vor 10 Jahren anders, aktuell ist es ein Arbeitgebermarkt. Das heißt, es gibt mehr Arbeitgeber für eine Position, als Arbeitnehmer. Das heißt, ein Arbeitnehmer, also jetzt sagen wir mal, ich als Bewerber, kann mir mehr oder weniger die Firma aussuchen und nicht umgekehrt. Früher war das so, für eine Stelle gab es 20 Bewerber, die Firma konnte sich den Besten aussuchen. Jetzt ist es nicht ganz 20 zu 1, aber sagen wir mal so, für eine Stelle, für eine gut bezahlte Stelle, gibt es für einen guten Mitarbeiter 5 Firmen, die um ihn kämpfen, ungefähr. Vielleicht nicht ganz, aber so circa. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Arbeitgebermarkt. Die Arbeitgeber brauchen die Mitarbeiter mehr als umgekehrt. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht mit dieser Gen Z zu tun hat, dass da viel weniger Leute willig sind zu arbeiten, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Dieses 9-to-5, 40-Stunden-Job. Also ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, ich habe keinen Bock drauf. Vielleicht liegt es auch irgendwo daran, aber aktuell, so wie es ist, braucht man sich gar nichts gefallen lassen, weil man als Arbeitnehmer dem Arbeitgeber einen Gefallen tut. Der Arbeitgeber braucht dich und nicht umgekehrt. Und man muss auch wirklich seinen Wert kennen und seinen Wert herausstreichen.
Und das war für mich das erste Mal, wo ich das gemacht habe, wo ich wirklich gesagt habe, nein, so ich bin viel mehr wert, als dass der so mit mir redet, als dass der mich so behandeln lässt. Das war vorbei. Beim zweiten Mal war das viel schneller. Ne? Beim zweiten Mal hat das 3-4 Monate gedauert, wo dann auch der Schlussstrich gezogen wurde und die Zusammenarbeit beendet wurde, sage ich jetzt mal. Das war die Situation eben mit diesem Abteilungsleiter, der dann Filialleiter war, kompletter Psycho. Also wirklich, dass der Chef nicht bemerkt hat, dass der Typ in der ganzen Filiale gehasst ist und ihn dann noch promotet. Ja, so viel zum Thema Management und gute Führung. Und by the way, ich will jetzt auch nicht sagen, welche Firma das war, aber die ist in Österreich pleite gegangen. Ja, also nachdem ich schon weg war, 2 Jahre später, haben die in Österreich dicht gemacht. Ich wundere mich nicht, wenn sie solche Leute eingestellt haben als Führungskräfte. Wie dem auch sei, da hat es viel schneller gedauert. Ne, da war mir klar, nein, das wird nicht mehr so lange dauern. Und ich hatte da zu diesem Zeitpunkt auch schon ein bisschen mehr Geld auf der Seite. Ich hatte nicht diesen Druck, ja, was mache ich jetzt, wenn ich kündige, ich brauche einen Job. Das war so nicht. Deswegen war der Moment vom, okay, da will mich irgendwer schlecht behandeln, da ist jemand extrem toxisch. Und das war ja nicht nur für mich so, die ganze Filiale hat das so gesehen, nur er hat es nicht gesehen. Der Moment, wo ich das gemerkt habe, bis hin zu dem Moment, wo ich weg war, war viel kürzer. Weil ich mir einfach gesagt habe, hey, ich lasse mich nicht mehr so behandeln. Wer ist dieser Typ, dass er mich so behandelt? Er braucht mich mehr, als was ich ihn brauche. Er hat kein Recht, so mit mir zu reden, ob er jetzt Chef ist oder nicht. Auf dem Papier ist er Chef, ist er jetzt ein besserer Mensch? Kann er mehr, hat er mehr drauf? Nein. Von dem her, was ich da euch mitgeben kann, einfach nicht behandeln lassen wie ein Stück Scheiße. Ich meine, es klingt jetzt ein bisschen simpel. Was soll ich machen, wenn mein Chef mich wie ein Stück Scheiße behandelt? Lass ihn nicht wie ein Stück Scheiße behandeln. Aber am Ende des Tages, so simpel ist es. Einfach den Wert, den man in die Firma bringt oder generell seinen Selbstwert erkennen, wissen, dass man ein Mehrwert ist für die Firma und auch überhaupt gar keine Faxen machen, gar keine Ausnahmen erlauben, sofort, wenn ihr merkt, der Chef ist ein Bastard, er ist ein Wichser, er ist unfair, er ist unehrlich, er ist, vielleicht hat er irgendwelche psychischen Tendenzen, Psychotendenzen, gibt ja genug Leute, wo man wirklich sich die Frage stellt, wie konnte der überhaupt ein Chef werden, so wie er mit Leuten umgeht. Aber ich habe das bei einer Arbeitsstelle mitbekommen, wie viel der Arsch geleckt wird bei Leuten drüber, die dieses Tagesgeschäft gar nicht mitbekommen, nur diesen Mini-Fragment mitbekommen, wo Arsch geleckt wird, die anderen Leute, also die Leute, die den Arsch lecken, auch promoten und so weiter. Also ja, mittlerweile kann ich es nachvollziehen. Ne? Wie kann eine Firma 10 Jahre lang einen Chef haben, der eigentlich der Urwichser zu den Mitarbeitern ist? Ja? Weil einfach keine guten Feedback-Prozesse implementiert sind. Die oberen Leute wissen gar nicht, was die tagtäglichen Mitarbeiter über ihre Vorgesetzten denken. Es gab kein Feedback-Loop, überhaupt nicht. Und ja, so passiert das halt. Wenn ihr sowas merkt, hey, ein Arbeitgebermarkt aktuell, ihr könnt jederzeit einen besseren Job finden. Ihr könnt einen Job finden, wo euch jemand respektiert, wo jemand gut mit euch umgeht, wo ihr besser bezahlt bekommt. Das gibt es. Es gibt es en masse da draußen. Braucht ihr da echt keine Sorgen zu machen. Und wenn irgendein Job ist, wo man vielleicht irgendwas lernen muss, etwas mehr lernen muss, ja, dann lernt man das halt. Wer sagt, dass man nicht einen Skill lernen kann? Dann lernt man das halt. Lasst euch nicht wie ein Stück Scheiße behandeln von irgendeinem, der euch absolut gar nichts zu sagen hat. Ne, der selber über sich einen Chef hat, der vielleicht irgendwelche Probleme hat zu Hause, wo ihm vielleicht die Frau zu Hause tyrannisiert oder der Mann tyrannisiert, wer auch immer, und er oder sie es dann an den Mitarbeitern auslässt. Lasst euch von solchen Leuten nichts sagen. Sofort konfrontieren, sofort sagen, hey, so sprichst du nicht mit mir. Hey, wenn das eine gute Zusammenarbeit sein soll, dann gibt es ein paar Regeln. Eine davon ist, dass du nicht so mit mir sprichst, dass du mich nicht so behandelst. Punkt aus Ende. Wenn er es versteht, perfekt. Wenn er es nicht versteht, dann habt ihr nichts verloren. Dann wisst ihr, dass ihr unter einem Stück Scheiße seid und es macht überhaupt keinen Sinn, sich von einem Stück Scheiße führen zu lassen oder unter einem Stück Scheiße ein Mitarbeiter zu sein. Wie das klingt. Einfach weg, einfach weg. Es gibt da draußen genug Möglichkeiten und dieses Denken hilft viel mehr, als wenn man in dieser Hülle versteckt ist und ständig Angst hat, aber finde ich einen neuen Job, was ist wenn? Ein anderer wichtiger Punkt in so einem Fall ist natürlich ein bisschen Geld auf der Seite zu haben, ja, dass man halt einfach nicht abhängig ist, wenn man mal für 2-3 Monate keinen Job hat. In Ländern in Europa ist es sowieso schwierig, komplett auf Null zu sein, wenn man schon eine gewisse Zeit gearbeitet hat, gibt es ja Sozialgelder, Arbeitslosengelder und so weiter, aber nichtsdestotrotz
so ein finanzieller Puffer von 4, 5, 6, 7 Monaten Fixkosten, die man auf der Seite hat, war, ist immer wichtig, weil dann kann man zu einem Chef gleich sagen, wenn man merkt, dass er versucht, ne, überheblich zu sein, dass er versucht, erniedrigend zu sein, dann kann man ihm gleich am ersten Tag sagen, hör mal zu, so nicht. Und wenn du so weitermachst, dann gibt es ein paar Haken, ja, zack, zack. In diesem Sinne, Leute, immer höflich bleiben. Ich mach Spaß. Gell? Wenn ich die Leute hier in Polen sehe, in Krakau jetzt, in den ganzen Geschäften, die sind so höflich. Die arbeiten für vielleicht 60% von dem Gehalt, was man in Wien bekommt, in Österreich bekommt. Die sind so viel netter, so viel lieber, für das, dass sie so viel weniger bekommen. Einfach immer höflich bleiben, das zahlt sich aus. Und wenn man in der Arbeit ist, hoffentlich macht man dann eben auch das, was man machen möchte, dann wird man das sowieso gut machen. Aber es lohnt sich auch in der Arbeit, immer nett zu den Kunden zu sein, höflich zu sein, aber sich nichts gefallen zu lassen. Auch sehr, sehr wichtig, auch nicht vom Kunden. Das ist ein anderes Thema. Gibt es auch ein paar Stories. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet. Erzähle ich vielleicht mal in anderen Videos. Da gibt es auch ein paar Stories, wo man wirklich sich denkt, diesem Kunden würde ich am liebsten einen in die Bart machen, Alter. Sofort Bart ins Gesicht spucken. Oder ins Gesicht scheißen, Alter. Aber das für ein anderes Mal. Leute, ihr seid viel mehr wert. Erkennt euren Selbstwert. Lasst euch nicht wie ein Stück Scheiße behandeln. Nicht von irgendwelchen Juxeln, die sowieso nichts besser wissen als ihr selbst. Die ihre Komplexe und ihre Egos an euch ausleben möchten. So nicht. Sofort die Bremse ziehen. Und ja, in diesem Sinne. Schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video. Beziehungsweise, ich muss so Slogans einbauen, die sich immer wiederholen. Ich habe jetzt in den letzten Videos irgendwie unbewusst immer gesagt, und wir sehen uns in Bälde. Ich bleibe mal dabei, vielleicht ändere ich das nochmal. Aber das war's mit dem Video und wir sehen uns in Bälde. Haut rein!